40 Tage Reich Gottes. 40 days kingdom of God. Heute ist Tag Nummer 37. Today we have day 37. Und das Thema ist: Lass die Liebe nicht erkalten. And the theme is: Don't allow your love to grow cold. Lass deine Liebe nicht erkalten. Let your love not grow cold. Als ich Anfang des Jahres eine Auszeit gemacht habe mit Gott, when I made a time out with God in the beginning of the year, hat Gott mir eine himmlische Vision wiedergegeben. God gave me a heavenly vision. Und ich habe gesehen, wie Jesus mir verschiedene Sachen gesagt hat für die Erde. And I saw how God told me different things for Earth. Und eine Sache hat er mir gesagt. He told me one thing. Daniel, sag den Menschen. Daniel, tell the people. Dass in den letzten Tagen. That in the last days. Ihre Liebe nicht erkalten darf. Their love should not grow cold. Sag ihnen das, dass sie hingegeben für mich leben sollen. Tell them that they should live dedicated to me. Und dass die Liebe in den letzten Tagen nicht erkalten soll. And that the love in the last days should not grow cold. Und ich habe mich erinnert an Matthäus 24. And I reminded myself of Matthew 24. In Vers 12. In verse 12. Und da sagt Jesus. And there Jesus says. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt. And because iniquity shall abound. Wird die Liebe in den meisten erkalten. The love of many shall wax cold. Ich habe mich erinnert an diesen Vers von Jesus. I reminded myself of that verse of Jesus. Und ich habe mich entschieden, ich will, dass meine Liebe niemals erkalten wird. And I want that my love never gets cold. Und Reich Gottes hat was zu tun mit der Liebe. And the kingdom of God has something to do with love. Und wir wollen das zusammen lesen im Zusammenhang. And we want to read this in connection to each other. Was hat das zu tun mit dem Reich Gottes? What does this have to do with the kingdom of God? Und warum ist es wichtig für das Reich Gottes? Why is this important for the kingdom of God? Wir wollen es zusammen anschauen. We want to look at it now together. Vers 11. Verse 11. Viele falsche Propheten werden aufstehen. And many false prophets shall rise. Und werden viele verführen. And shall deceive many. Und jetzt kommt dieser Vers. And then now comes this verse. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt. And because iniquity shall abound, wird die Liebe in den meisten erkalten. The love of many will wax cold. Wer aber ausharrt bis ans Ende, but he that shall endure unto the end, wird errettet werden. The same shall be saved. Und dieses Evangelium des Reiches, and this gospel of the kingdom, wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, will be preached in all the world, alle Nationen zu einem Zeugnis, for a witness unto all nations, und dann wird das Ende kommen, and then shall the end come. Jesus sagt in den allerletzten Tagen, Jesus says in the very last days, wird ein Wort verkündet, with one word will be proclaimed, das Evangelium des Reiches, the gospel of the kingdom, und wenn das verkündet wird, and when that is preached, geht es über den ganzen Erdkreis. It will go throughout the whole world. Und es wird allen Nationen verkündet. And all nations will hear it. Und wenn das kommt, and when that comes, dann kommt das Ende. Then the end is coming. Und in diesen Tagen, and in these days, sagt Jesus hier, Jesus says here, also das ist so aktuell wie noch nie, and that is totally up to date as never before. Genau, ja. Viele falsche Propheten werden aufstehen. Many, many false prophets shall rise. Und werden viele verführen. And will mislead many. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Hör nicht auf jeden Prophet. Don't listen to every prophet. Prüfe die Propheten. Test the prophets. Ja. Aber pass auf, wen du anschaust auf YouTube. And please be careful whom you watch on YouTube. Achte darauf, wen du zuhörst. Be careful whom you list, give your ears. Weil viele falsche Propheten werden aufstehen. Because many false prophets will rise. Und sie werden viele verführen. And they shall deceive many. Und in dieser Zeit, wo diese Propheten aufstehen. And in this time when those prophets rise. Sagt Jesus. Jesus says. Weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt. Because iniquity shall abound. Wird die Liebe in den meisten erkalten. The love of many shall wax cold. Also die Liebe wird rausgeholt. The love will be pushed, almost pulled out. Weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt. Because the iniquity is abounding. Und dann sagt Jesus, das Evangelium wird verkündet werden. And then Jesus says that the gospel shall be preached. Und dann kommt das Ende. And it's the gospel of the kingdom, and then the end shall come. Aber was heißt diese Gesetzlosigkeit nimmt zu? What does it mean that the iniquity shall abound? Das ist eine Zunahme von unmoralischem Verhalten.
it's an increase of an immoral behavior. Es hat viel zu tun mit gottlose sexuelle Praktiken. It has much to do with godless sexual practices. Mit Ehebruch, mit Pornografie und yeah, Drogen. Yeah, with adultery, with immorality, sexual yeah. immorality on all levels. Die Bibel tut es zusammenfassen und sagt, es wird so sein wie in den Tagen Noahs. And the Bible makes it at one statement and says it will be like in the days of Noah. Und wenn wir in diesen Tagen sind, and when we are in these days, tut diese Gesetzlosigkeit die Liebe erkalten lassen. This iniquity will kill the love for God. Aber Jesus sagt, but Jesus says, dass die Gesetzlosigkeit nicht erkalten soll. Jesus says that the love should not go cold. Ja. Und was heißt diese also Gesetze aus Liebe? What does it say? What does it mean? Laws by love. Wie können wir die Liebe wachsen lassen in unserem Herzen? How can we allow the love for God to grow in our hearts? Indem wir die Gebote tun, die Jesus uns verheißen hat. Yeah, we can show our love for God mm-hmm. by keeping the laws, the commandments that He has given us. Genau. Und was hat er uns gesagt? And what did He tell us? Er hat gesagt, du sollst nicht töten. He said, you shall not kill. Du sollst nicht Ehe brechen. You shall not commit adultery. Du sollst nicht lügen. You shall not lie. Und du sollst Vater und Mutter ehren. And you should honor father and mother. Du sollst eine andere Frau nicht einmal begehrend anschauen. You should not even look at another woman with sensual desires. Das sind die Gebote aus Liebe heraus. These are the laws out of love. Und wenn wir sie tun, and when we do them, wird automatisch die Liebe für Jesus steigen. Then the love for Jesus will rise. Und nicht die Liebe erkalten. And then the love will not wax cold. Und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden. And when the gospel of the kingdom of God über den ganzen Erdkreis will be preached around the world, da wird gleichzeitig die Gesetzlosigkeit übernehmen. But at the same time the lawlessness will grow. Und die Liebe wird in vielen erkalten. And the love will grow cold in many. Bitte lass deine Liebe nicht erkalten. Please do not allow your love to grow cold. Tu sie wieder neu entfachen lassen. Yeah. Rekindle them anew. Rekindle your love anew for God. Hol sie wieder hoch. Ja. Dig it out. Die Bibel sagt, verlasse deine erste Liebe nicht. The Bible says, don't ever depart from your first love. Tu Buße davon und komm zurück in die erste Liebe. Yes. Repent and come back into the first love. Ich möchte dich ermutigen, dass du in den letzten Tagen die Liebe wachsen lässt. I want to encourage you, allow the love to grow in the last days. 40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Und heute am Tag Nummer 37. And today we have day number 37. Und wir wollen uns neu entscheiden. And we want to make a new commitment. Das Reich Gottes. The Kingdom of God. Zu bauen. To build the Kingdom of God. Und dass dann nicht irgendwie die Liebe erkaltet. And so that the love does not wax cold. Sondern dass die Liebe soll richtig brennen. But the love should really grow. Und diejenigen, die die Liebe brennen lassen, and those that allow the love to burn, sind die, die durchhalten bis zum Ende. Are those that are faithful to the very end. Yes. Jesus sagt hier im Vers 11, in verse 11, Jesus says, dass viele falsche Propheten werden eben aufstehen. That many false prophets shall arise. Und dann in Vers 13, and in verse 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Bitte halte durch bis zum Ende. Yeah, please, hang in there. Halte durch bis zum yes, Ende. Yes, stay strong. Harre aus bis zum Ende. Yes, stay or stick with the love of God until the end. Und dann wirst du errettet werden. And then you will be saved. Ich wünsche das von ganzem Herzen. I wish that to you from the bottom. Dass du durchhältst bis zum Ende. From the bottom of my heart, that you stay strong and faithful to the very end. Und dann wirst du gerettet werden. And then you shall be saved. Halte die Liebe fest. Hold on to love. Lass sie nicht erkalten. Don't allow your love for God to grow cold. Sondern tu Buße wieder. But repent. Und tu die ersten Werke wieder der ersten Liebe. And do the first works of the first love. Und da sagt Jesus, wer durchhält bis zum Ende. And there Jesus says, who shall endure unto the end. Der wird errettet werden. The same shall be saved. Und vergiss niemals. And don't ever forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And enormously blessed. Amen. Amen.